Einen wunderschönen guten Soll. Hier ist die Lucida und ich begrüße euch zu einer weiteren Folge Surviving Mars. Und ja, wir haben gerade ein paar kleine Probleme. Zum einen natürlich, wie immer, hier oben Ressourcenknappheit. Und dann haben wir auch Stromknappheit. Wir haben zuletzt in der letzten Folge am Ende die Nacht gerade so überstanden und müssen jetzt schnellstmöglich gucken, dass wir bis zur Nacht hin wieder neuen Strom bekommen. Ja, das ist ein bisschen wenig. Die sind ja natürlich, ich habe hier schon welche aufgebaut. Die müssen das nur noch, ja, die müssen das halt nur noch umsetzen. Metall wird auch knapp. Aber ich baue mal eben schnell noch, solange es geht, noch ein paar Windräder. Wir haben auch nicht viele Maschinenteile, die brauchen wir für Windräder leider. Ja. Mal schauen, wie die Nacht wird. Okay, Polymere haben wir auch nicht viele, sodass wir auch diese bestehenden Windräder nicht weiter ausbauen könnten, sofern überhaupt nur welche da sind, die noch kein Upgrade bekommen haben. Aber es scheint, als hätten die alle schon. Okay, gut, dann hoffen wir hier auf den Strom. Wir müssen vielleicht zur Not nachts dann ein Gebäude abschalten. Und es wäre vielleicht nicht schlecht, noch ein paar Solarteile mehr zu bauen. Ich mache das mal eben in Pause, damit wir das noch hinbekommen, bevor es Nacht wird. Hier geht es nicht weiter. Ein richtiger Solarpark hier. Was mache ich hier? So. Liebe Leute, baut das mal aus. Ja, Metall wird knapp. Sehr, sehr blöd. Da arbeiten auch nicht viele Leute drin, weil die ganzen Geologen wahrscheinlich hier unten sitzen. Ist das zu fassen? Wir haben hier doch einige Geologen. Huch, die arbeiten nicht mal alle hier drin. Ja. Woran liegt's? Man weiß es nicht, aber ich habe das Gefühl, dass hier mittlerweile viele Leute sind, die keine Spezialisierung haben. Ja, das heißt viele, einige hier auch. Also wir könnten ruhig ein paar mehr Spezialisten gebrauchen, glaube ich. Hier werden schon so viele ausgebildet. Hier unten nicht, glaube ich. Wir haben gerade keine Arbeitslosen, auch keine Obdachlosen. Von daher, okay. Vielleicht haben wir auch noch eine weitere Schicht aufmachen. Müssen wir mal schauen. Ja, ansonsten, ja, das hier wird jetzt dann halt langsam schwierig. Ich glaube, wir müssen da mal mehr Leute reinholen. Ach, Ingenieure. Jetzt, doch keine Ingenieure, Leute. Ja, okay, was war hier? So langsam könnte sich das vielleicht auch mal anfangen zu tragen hier. Sollte. Tut's aber nicht. Ah, ja, wir haben auch hier eine neue Kuppel bekommen. Wohnt da schon jemand? Nein, es wohnt da noch niemand. Krass. Was? Kartoffeln? War ich das? Ach genau, wir müssen auch diese Heilkartoffeln da pflanzen. Ja, jetzt noch nicht. Machen wir hier erstmal diese Deckung pflanzen, dann Sojabohnen, dann... Von mir aus. Heilkartoffeln. Okay, was ist noch? Was ist noch? Was ist noch? Da wohnt noch niemand. Da, genau, da können wir auch gleich filtern. Da sollen natürlich Ingenieure rein, dafür ist es ja gedacht. Botaniker dürfen natürlich auch immer da rein. Geologe, jetzt sehe ich nichts. Ach komm. Geologen nicht. Die haben hier nichts zu tun, die haben ja keine Verbindung zu dieser Kuppel. Kommen wir mal schnell rein. Ja, ansonsten ist egal. Wissenschaftler auch nicht. Ja. Okay, mal gucken, wie das wird. Ja, doof, dass hier noch keiner wohnt. Aber egal, ich glaube, wir können auch gerade keine Passagiere anfordern. Ah, doch. Es sind ganze 5 Leute da. Unglaublich. Tja, okay, das lohnt sich nicht. Dann setzen wir eben auf Komfort. Für viele schöne Geburten. Die Kuppel sollte vielleicht auch noch ein bisschen ausbauen, aber im Moment ist da noch keiner drin, also egal. Achso, was wir auch noch machen sollten hier. Ich habe ja in der letzten Folge so rumgejammert. Ach, guckt euch das mal an hier. Genau. Da müssen über Durchgänge. Nein, falsch. Da müssen Rampen drüber, dass die Drohnen da überhaupt rumlaufen können und die hier hat jetzt kein Akku mehr, weil sie nicht durchkommen. Und die will auch irgendwie
Ja, ist auf jeden Fall ein Riesenproblem, dass die hier gar nicht reinkommen. Wir bauen jetzt hier diese Durchgänge drauf. Die müssen auf jeden Fall hin. Ohne geht das nicht. So. Ist einfach besser für die Drohnen und für überhaupt für alles. Auch für die Roboter, dass die überhaupt da halbwegs da hin und her laufen können. Sonst müssen die Umwege machen und alles ist blöd. Gut, lass ein bisschen länger laufen. Guck mal, wie es hier mit dem Strom aussieht. Oh, scheiße, das ist viel zu wenig. Sind denn diese... Die neuen Rotoren schon fertig? Ja, sind sie schon? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Der sammelt noch... Ah, okay, der sammelt noch. Das ist gut. Der sammelt noch Metalle ein. Ja, das ist viel zu wenig Strom für die Nacht. Ich glaube, wir sollten über Nacht dann direkt hier was ausschalten. Ja, machen wir hier mal aus. Nachtschicht. Auf keinen Fall mehr Strom verbrauchen, als sein muss. 70 Strom. Das muss wirklich nicht sein. Oh, noch die großen Stromschlucker. Den hier vielleicht noch. Ja. Dann sehen wir mal, wie weit wir damit kommen. Zur Not müssen wir noch mehr ausschalten. Ist halt problematisch, dass ich jetzt eigentlich nicht noch mehr so Windräder bauen kann. Oh. Eine Frachtrakete ist unterwegs, um Heilmittel für die Lauffeuerinfektionen abzuholen. Die Menschen auf der Erde verlassen sich darauf, dass sie hier regelmäßig mit Heilmitteln versorgen. Oh, bitte! Wie viel Heilmittel wir zur Erde schicken müssen, hängt vom Ernst der Lage dort ab. Wir sollten in Zukunft mit weiteren Anfragen für Heilmittel rechnen, sollte es die Situation erfordern. Belade Frachtraketen mit Heilmittel und Treibstoff und schicke sie anschließend auf die Erde zurück, bis die Lauffeuerinfektion komplett ausgelöscht ist. Für 7 Milliarden, oh Gott, Menschen. Na gut, wir werden sehen. Oh, ein Meteorit. Ah, gut, das ist egal. Diese Meldung kriege ich, glaube ich, nur, weil hier ein Gebäude von mir in der Umgebung ist, aber... Ja, das ist egal. Komplett egal. Also, wir müssen uns um diese blöden Kartoffeln kümmern. Wie machen wir das? Eine ausgezeichnete Frage. Hier ist wieder viel unbesetzt. Vielleicht, weil ich hier eine weitere Schicht in der Universität aufgemacht habe. Oh, wir brauchen Menschen. Wir brauchen noch mehr Menschen. Ein Arbeitsloser haben wir hier. Ist das ein Geologe? Freund! Hier, geh hier arbeiten. Kein Shuttle verfügbar. Geh weg. Da soll der Geologe hin. Wieso ist denn kein Shuttle verfügbar? Aha. Okay, kann sein, dass die alle beschäftigt sind oder so. Nee, sind sie nicht. Alles transportieren. Na gut, wir müssen mal gucken. Aber es ist schon merkwürdig, dass hier keine Menschen transportiert werden. Eigentlich sollte das funktionieren. Oh, ist das schon wieder? Oh, au! Oh. Gott verdammt, okay. Das Ding ist alle. Kein Wasser mehr. Ja, das ist blöd. Auch das noch. Also ich glaube, das ist so eine Folge, wo wir uns um richtig viel Mist kümmern müssen. Ja, das können wir auch noch abreißen. Oh, das wäre vielleicht nicht unbedingt notwendig gewesen. So. Okay, da müssen wir jetzt schnellstmöglich Wasser besorgen. Hier können wir vielleicht noch irgendwie so betanken oder sowas. Ja. Kostet mal extra Strom. Ah! Okay, hier können wir mal gucken, was wir überhaupt noch brauchen. Wir brauchen hierfür zur Wartung Maschinenteile. Hierfür brauchen wir Metalle. Also wir brauchen eigentlich Maschinenteile und Metalle. Beton brauchen wir hier nicht. Polymere brauchen wir ausnahmsweise wegen diesem Upgrade hier. Treibstoff brauchen wir auch für den Betankenextraktor. Okay, eieiei, das ist jetzt blöd. Das ist minus 7 Wasser. Ja, das Ding kann das jetzt vielleicht ein bisschen aufwerten, aber... Oh. Achso, das war ich hier. Ja, egal, das kriegen wir wieder hin. Macht ihr mal. Das wird doch eh abgerissen. Leute!
Gut, eine Rakete kommt mit Kartoffeln. Meteor shower incoming. Oh, wenn der jetzt auch noch einschlagen würde, dann aber gute Nacht, hey. Achso, das Ding ist noch neu. Lass mal, dass wir keine Kartoffeln anbauen, sondern diese blöden Heilkartoffeln. Ach. Ja, so langsam wird es doch an einigen Stellen doch wieder knapp. Ich habe auch teilweise irgendwo Saatgut eingestellt bei diesen Farmen, dass die Saatgut bauen sollen. Das lassen wir mal, bauen diese blöden Pflanzen hier an. Da auch. Okay. Minus 12. Wieso denn minus 12? Echt? Also das ist ein bisschen viel. Das können wir uns auch nicht leisten. Warum ist denn auf einmal so viel? Hat es irgendwo irgendwas zertrennt oder so? Sektor scanned. Oh, das ist aber hart. Also. Ach so, der hat keinen Strom. Wieso hat er keinen Strom? Ach so! Nee, hä? Hä? Der hat keinen Strom? Ach so! Ach, wegen dieser blöden Upgrades hat er jetzt zu wenig Strom. Verstehe. Das ist, habe ich nicht bedacht. Da bräuchte ich entweder weitere Windräder. Oder halt auch für tagsüber einen Akku, der dann noch so Sonnendinger da speichert. Ach, das ist ja shit, ey. Das ist hart. Gut, wir nehmen das Beste, wir machen das Beste draus, brauchen hier diese Solarkollektoren. Das wird für diese Nacht natürlich nicht reichen, aber die ist ja fast schon zu Ende, also. Gut, und dann müssen wir noch einen Akku bauen. Was kostet 2 Polymere? Och. Ja, komm. Ja, okay. Kostet Beton. Haben die noch? Ja, so ist was da. Oh Mann. Ja, mit dem Strom hat es gepasst. So, jetzt konnte die arme Drohne hier auch wieder rauskommen. Ja, liebe Leute. Los. Ach, das ist schon fertig hier. Cool. So, jetzt läuft es auch wieder. Minus 2 haben wir jetzt. Gut. Der lädt sich langsam auf. Okay. Also, wir haben immer noch minus 2. So langsam haben wir hier in der Nähe wirklich nichts mehr übrig, was wir irgendwo abzapfen können. Also wir bauen halt Röhre echt weit weg. Wobei, die sind, glaube ich, auch nicht zu beschädigen. Die kann man, glaube ich, nicht beschädigen. Schauen wir mal kurz, wo waren die? Die waren doch hier irgendwo. Bei den Durchbrüchen. Ich sehe es nicht. Wo sind die blöden Rohre? Die sind unkaputt. Ah, hier. Rohre werden sofort kostenlos gebaut, außer können sie keine Lecks bekommen. Ja, dann, wenn sie wirklich so unproblematisch sind, dann können wir eigentlich auch Rohre komplett über das ganze Ding hier legen. Dann macht es einfach nichts aus. Kostet nichts, kann nicht kaputt gehen. Ja, dann ist es ja echt eine richtig geile Forschung. Ja, dann machen wir das einfach. Kostet nichts. Vielleicht gehen wir gleich hier hin, da hätten wir gleich 2 auf einmal. Ja, dann müssen wir halt wieder hier dieses ganze Ding da bauen mit Strom und Wassertank und hier und überall. Ja gut, aber es ist besser als, naja, kein Wasser zu bekommen. Ja, machen wir das. Als erstes bauen wir einen Extraktor. Wasserextraktor.
Können wir vielleicht sogar zwei auf einmal bauen? Weiß nicht genau, ob das funktioniert. Ja, ist egal. Wir brauchen hier einen Drohnenkommandanten. Ach. Ja, da werden wir da kurz den hier holen müssen. Und dann bauen wir da auch einen Hub hin, einen Drohnenhub. Wobei, vielleicht können wir auch hier einen Drohnenhub hinbauen. Mal gucken, was das kostet. Ja. Bleib mal kurz stehen, Junge. Drohnenhub. Wo ist er? Ach, du Schreck. Wow, das ist teuer. 8 elektronische Geräte. Nee, dann muss es der Kommandeur machen, dann müssen wir den halt immer hin und her schicken. Dass der immer pendelt, um jeweils dort zu helfen. Gut, erstmal hier. Dann brauchen wir ein Lager. Ein Universallager. Dann bauen wir diese blöden Rohre hier. Gucken, wie wir da rüberkommen. Das glaube ich nicht. Ah doch, es geht. Okay. Ja, das ist ja schön. Gehen wir hin. Ja, direkt zur Kolonie hin. So einfach ist es mit diesen coolen Röhren hier. Ja, wir brauchen hier nicht keine Nahrung. Bitte lass das, unterlass das bitte. Das ganze Zeug brauchen wir eigentlich nicht. Wobei eigentlich Maschinenteile jetzt gerade im Moment schon, um das Windrad zu bauen. Bauen wir lieber 3 Windräder. Nee, wir bauen erstmal ein Windrad, das reicht. Wir müssen jetzt hier dieses Upgrade nicht unbedingt machen. Wir brauchen das nicht, wir brauchen das im Moment nicht. Treibstoff brauchen wir dann auch nicht. Gut, lassen wir das mal so. Okay, ein Windrad. Zu weit von einem Drohnenkommandeur entfernt. Ja, jetzt mal, bitte, da kommt er doch. Alles gut. Ich habe irgendwas vergessen. Wassertank vielleicht. Ja, Wassertank können wir auch noch bauen. Für 3 Metalle, also bitte. So, ja. Los, Shuttles. Bringt das her. Hat jetzt echt Nahrung dahergebracht? Ich weiß es nicht. Oh, Leute, nehmt das wieder mit. Gut, Shuttles sind überlastet. Langweilig, langweilig. Doof. So, gut, das wird in nächster Zeit auch nicht mehr funktionieren. Also, wir sollen diese blöden Heilkartoffeln da. Wir haben einen Arbeitslosen. Nee, 2 Arbeitslosen. Ein Jugendlicher, keine Spezialisierung. Obdachlos und arbeitslos. Ah je, komm, dann geh doch hier rüber. Weil da gibt es nicht viel zu tun. Ja, geh bitte auf die Uni. Es gibt auch Pilzfarmen. Gucken wir mal kurz, was es mit Pilzfarmen hier auf sich hat. Die baue ich normalerweise nicht. Da können wir auch Leute reinstecken. Ich weiß nicht, ob man da auch Heilkartoffeln anbauen kann. Lassen wir das mal. Gut. Aber wir hätten auch die Treibstoffdinger ausschalten können. Zumindest ein paar. Wir haben einfach gerade wirklich viel davon und damit wir uns Wasser gespart. Na gut, diese Idee hier ist auch nicht schlecht. Das wird wahrscheinlich bald funktionieren, denke ich mal. 2 Maschinenteile fehlen. Wie sieht es jetzt aus? Ja, steht eigentlich ganz gut da. Kann man das eigentlich auch nachts wieder einschalten? Oh Leute, 2,9 am Tag. Polymere sind gerade noch wichtiger. Ja, mit denen sieht es eigentlich gerade ganz gut aus. Machen wir das wieder aus. Das hier ist wichtig. 8,7 am Tag. Ah, Funding received.
Gut, ich würde sagen, wir bestellen uns auch gleich wieder neue Teile hier. Mal gucken, wie weit wir damit kommen. Nicht sehr weit, fürchte ich. Oh Gott. 25. 24. Ja, okay. Bisschen was ist noch übrig. Ja, was soll's. Her damit. Edelmetalle haben wir auch genug. Ja, diese bauen diese Mars-Formation hier. Gut, hoffe, dass der Meteoritensturm uns nicht betrifft. Ah, okay, das funktioniert jetzt. Sehr gut. Ausgezeichnet. Hier könnten wir einen Mülleimer gebrauchen. Ja. Gucken, wo der Meteoritensturm eintrifft. Oje, ach du Schreck. Oje, okay. Aber so schlimm scheint der Sturm ja nicht zu sein hier. Also kann sein, dass es uns hier trifft. Muss aber nicht. Gut. Hier sieht alles gut aus. Dann können wir den Kollegen hier mal darüber schicken. Da muss er hier die Gesteinsabfälle dann hier entfernen, damit das Ding überhaupt weitermachen kann. Okay, sieht man irgendwo, wo diese Kartoffeln sind? Haben wir da schon was gebaut? Nee. Gott. 5 Solz für 10 so Teile. Oh, da kommst du doch recht nah hier. Beängstigend. Ja, wir haben gerade eine schöne Forschung am Laufen. Fabriken-KI. Das heißt, Leistung um 20% erhöht. Och, du Scheiße. Von diesen hier. Das wäre natürlich schön. 3,8. Ja. Irgendwie fehlt es doch ein bisschen an Ingenieuren hier. Naja, es wird schon noch besser werden. Gefährlich nah hier. Ohlalalala. Beängstigend. Oh, der ist immer noch unermüdlich am Sammeln. Ausgezeichnet. Lass dich nicht treffen, Freund. Oh Mann, ist echt beängstigend hier. Junge! Oh, Mars. Felsformation ist fertig. Okay, na gut. Könnte sein, dass es Ding hier erwischt. Na? Oh, ah, okay. Es ist nicht durchgekommen, es ist direkt auf die Kuppel. Oh! Das kostet jetzt wieder 5 Polymere. Ugh. Leute. Sektor scanned. Baut Polymere. Also wenn ich jetzt in dieser Kuppel wohnen würde, wäre mir gar nicht so wohl. Ah, okay, hier haben wir 60. Scheiße. Boah. Das sind 6. Shit, ich hätte das nicht hierhin machen sollen. Das sind 6 Ladungen von einer so einer Zucht hier. Und eine Zucht dauert 5 Tage. Ach du Schreck, ey. Resources are low. Wie sind wir? Ja, bauen hier mal noch so einen Mülleimer auf. Boah, das wird. Dann kommt mir doch sehr nahe, das blöde Ding. Dieser Meteoritensturm.
Tja. Deckungspflanzen, okay, das geht dann auf 100, dann gehen 30 weg, dann machen wir 40 wieder drauf. Das heißt, wir könnten hier eigentlich Kartoffeln noch hinterherhauen. Ne, es muss umgekehrt sein. Erst die Kartoffeln, damit wir auf minus... Oh, jetzt wird es aber gerade richtig viel. Okay, nochmal kurz. Also, ach, wenn der fertig ist, dann ist er auf minus 80. Hä? Ist doch blöd. Minus 80, auf 80%. Dann hauen wir das Ding da, dann ist er auf 50. Dann müssen wir das machen, ja. Okay, hier passt es gerade nicht gut. Wir werden das so anpassen mit der Zeit. Wie sieht es hier aus? Nein, das ist doch falsch. Also wir sind dann gleich auf 90. Dann hauen wir das Ding hinterher. Dann sind wir auf 60. Dann machen wir das hier mit plus 40 wieder hoch. Und dann kann das so weitergehen. Okay, also der Kreislauf ist jetzt in Ordnung, aber das wird ewig dauern, bis wir da überhaupt noch was rausbekommen. Ich fürchte fast, dass wir hier noch ganz, ganz lange... dass wir noch ganz viele Farmen aufbauen müssen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Infizierte wir überhaupt haben. Es fehlt mal wieder an Menschen. Guck dir das mal an hier. Was ist das für einer? Wissenschaftler. Jetzt ein Wissenschaftler in der Farm. Ach. Oh, Leute. Meteor incoming. Oh, shit. Ja gut, ist ja nicht meine Rakete. Oh, Leute, Leute. Jetzt rennen die alle da rein, während das Ding da eintrifft. Gut, wir... wir müssen jetzt gucken, dass wir die alle per Hand aus dem Weg stellen, falls der Meteor wirklich da einschlägt. Leute, nicht jetzt in die Rakete gehen. Kann sein, dass die kaputt geht. Ich muss meine Drohnen retten. Ich habe eine Fürsorgpflicht. Komm schon, komm jetzt. Ich habe keinen Bock, hier das ewig zu machen. Du auch. Wo bleibt das Scheißteil? Boom. Okay, wir haben die Drohnen gerettet. Das Ding ist kaputt. Was kostet es? Ich weiß es nicht. Lass es mal lieber. Wir müssen gerade wirklich sparen. Gut, die Drohnen können das hier wieder aufbauen. Die Landeplattform ist futsch. Bauen wir auch neu. Das mit dem Strom ist nicht so schlimm. Ach. So war das jetzt nicht gemeint. Wobei, eigentlich brauchen wir das gar nicht hier. So. Leck entdeckt. Ja, ist egal. Ach, auf die Kuppel. Ach, Mensch. Wenigstens habe ich meine Drohnen hier gerettet. Oh, kann sein, dass der Hub kaputt geht. Nee, okay, die Kuppel hat es wieder mal abgehalten. Oh Mann. Ja, ich sag's euch, so ein Meteoritensturm kann wirklich sehr, sehr böse sein, wenn man noch keine Abwehrraketen hat. Treibstoffexplosion. Ja, naja, gut. Arbeitet schneller, Leute. Ich fürchte, irgendwann ist das Ding ja auch noch kaputt. Was hat der dabei? 29 Metalle. Schön. Ach du Schreck. Da ist ja gar nichts mehr besetzt hier. Ja, Komfort geht runter. Oh, oh, oh. Liebe Leute. Hier wäre noch Platz für neue Menschen. Heilkartoffeln. Ich fürchte fast, wir kommen doch nicht um dieses Pilzding da rum. Wir bauen das einfach mal auf. Wo ist es? Wo bist? Da, Pilzfarm.
Botaniker werden da wahrscheinlich gebraucht. Ja, wo soll das hin? Ist eigentlich egal. Machen wir das mal hier hin. Da sind so viele Leute, glaube ich. Ja. Gucken wir mal, ob wir da diese Heilpflanze anbauen können. Ich denke mal, das müsste eigentlich gehen. Ach, ich hab's gewusst. Kann man den Menschen, kann man denen irgendwie helfen? Ich entlasse die mal. Ich weiß nicht, ob es die erwischen würde, wenn die in den Gebäuden drin sind. Och, Leute. Raus, raus, alle raus. Schaffen wir das Gebäude mal ab. Oh, shit. Okay. Boah, aus jetzt. Drohnen, zwei Drohnen zerstört. Mist. Oh Mann, okay. Ich denke, ich warte hier mit dem Aufbau, bis der Sturm vorbei ist. Ist vielleicht sicherer. A colonist has died. Boah, shit. Gut, das Ding ist fertig. Guck mal, dass wir da Leute reinstecken. Mit höchster Not. Oh nee. Wir können hier gar nicht auswählen, was die bauen sollen. Es wird auf jeden Fall blöde Nahrung gebaut hier. Okay, dann ist es sinnlos. Das Ding brauchen wir nicht. Ich habe doch nie wirklich mit diesen Pilzfarmen hier gearbeitet. Ja gut, eigentlich ist klar, das Ding heißt Pilzfarmen. Das heißt, die bauen da Pilze und keine Kartoffeln. Ja, ich verstehe. Weg damit. Brauchen wir nicht. Oh, dann müssen wir das eben über diese Teile hier irgendwie machen. Und hier können wir das jetzt gerade regeln. Also wir sind dann danach auf 70, dann sind wir auf 60. Dann müssen wir wieder das hier machen. Und dann ist der Kreislauf in Ordnung. Okay. Oh Mann. Gerade kommt es ganz schön dicke hier. Heilkartoffeln. Gott. Ah, sehr gut. Immerhin. Komm her, mein Freund. Bist du schon dabei? Ah, unsere Ressourcen kommen an, sehr gut. Noch 7 Stunden. Ja, das wird ja wohl machbar sein. Ja, wo sind jetzt die ganzen Geologen hier? Hier jedenfalls nicht. Ugh. -3 Wasser. So, jetzt haben wir jetzt wieder hier so ein bisschen Zeug. Habe ich keine elektronischen Geräte geholt? Unfassbar. Okay. Dann müssen wir hier wieder eingreifen. Lenkend eingreifen. Hiervon haben wir gerade genug. Machen wir da mal aus und hier an. Zerstörte Gebäude. Achso, ja. Ja, ich denke, das können wir jetzt wieder aufbauen. Oh yeah. Ich glaube, ich nehme diese Gefahr mit der Vireninfektion nicht ernst genug. Oh, nochmal, sehr gut. Theoretisch müsste ich wirklich viele hiervon bauen und die mit höchster Priorität besetzen. A colonist has died. Selbstmord. Ach du Schreck. Okay, woran lag's? Niedrige Besonnenheit. Oh, na ja, gut. Ja, ich baue hier lieber mal noch so eine... Scanned. Research complete. Milestone achieved. Ah, schön. Milestone achieved. Forschung abgeschlossen. Gut, die Leistung von diesen blöden Teilen hier ist jetzt erhöht, hoffentlich. Ah, nee. Oh, 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 nein, es ist teuer. Das darf nicht wahr sein. Shit, ey. Wieso habe ich keine elektronischen Geräte bestellt? Gut, das sollten wir so schnell wie möglich umsetzen. Am besten gerade bei der Elektronikfabrik, die sowieso so wenig Output hat. Gut, weg damit. Das ist das. Neue Forschung muss er auch gleich noch anstoßen. Ich denke, das war halt beim nächsten Mal. Was wollte ich jetzt machen? Achso,
hier noch eine Farm bauen. Das ist ja wirklich sehr wichtig. Und da wird dann. Wobei, ja, doch. Doch, ja. Also ich kann nicht sagen, dass da am Ende nur diese Kartoffeln hergestellt wird. Das bringt ja nichts. Die Kartoffeln verschlechtern die Bodenqualität. Das heißt, ich muss es so machen, wie es jetzt gerade ist. Ja, hier ist es fertig. Ich muss das mit diesen Deckungspflanzen wieder hochholen. Und das hier, damit es beides zusammenpasst. Ja, also ich glaube, es geht gar nicht anders. Gut, liebe Leute, wir sind schon über die Zeit. Wer hätte das gedacht? Ist gerade wieder sehr anspruchsvoll. Aber es macht ja auch Spaß so. Vielleicht können wir beim nächsten Mal auch wieder eine Passagierrakete herholen. Hier diese Landeplattform so auch wieder aufbauen. Ja, und wir haben jetzt kommen ordentlich Forschungspunkte rein und können da ein bisschen was nachholen. Oh, was wir gerade noch machen könnten, bevor ich es dann vergesse. Vielleicht können wir hier mit irgendjemandem ein bisschen was an Technologien austauschen. Nee. Sei doch nicht so überheblich. Oh, Lauf. Geil. Die wollen auch Lauffeuerheilmittel. Okay, dann können die sich gerne beteiligen dabei, diese blöden Pflanzen da, diese blöden Kartoffeln da zur Erde zu bringen. Halt, stopp, ich war noch nicht fertig. Geil, Kartoffeln. So, hier könnte man vielleicht noch. Riesenlager. Was auch immer das ist. Riesenlager. Och, Mist, wo ist es denn jetzt? Keine Ahnung, wahrscheinlich das Lager mehr speichern kann oder. Ah, Stromerzeugung von Solarkollektoren erhöht. Ah, jetzt sind wir hier gerade schon drin. Dann würde ich sagen, überlegen wir uns, was wir als nächstes noch forschen wollen. Akku. Ja. Dann Durchbrüchen, was hat man hier? Nett, aber langweilig. Nichts, was jetzt gerade so richtig gut helfen würde. Dann vielleicht am ehesten noch das hier. Oder diese Vaporatoren ist auch nicht unwichtig. Wobei, wir haben ja das Wasserproblem eigentlich gelöst, von daher ist es dann doch nicht so wichtig. Gesteinsabfallanlage wäre vielleicht was. Ja, das wäre vielleicht was, weil das Beton wieder knapp wird und mittlerweile gibt es nicht mehr so viele in der Umgebung. Das ist so teuer. Machen wir das hier. Ohne ordentliche Spezialisierung unterliegen einer geringen Arbeitseinbuße. Ja, okay. So, liebe Leute, das reicht dann auch schon für heute. Was ist mit dir? Du bist fertig. Ja, dann weg mit dir. Dann hoffe ich, dass euch das gefällt, was ich hier mache. Ob ich diese Katastrophen hier manage. Ist ja auch alles so offen. Und ja, bleibt gesund. Habt einen schönen Tag noch und bis dann. Eure Lucida.